Hey, du, hör endlich auf, so viel zu lernen. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute mal mit einer ganz klaren Message an dich. Und zwar, hör endlich auf, so viel zu lernen. Und jetzt sagst du dir so, hä, Leo, was soll das für ein Video so? Du bist der Abiturcoach und du sollst sagen, lern viel, mach viel und so weiter. Aber mir ist es super, super wichtig, dass endlich mal dieser ganze Schwachsinn, ich kann es leider ehrlich gesagt nicht anders ausdrücken, mal aufhört. Ich werde auch gleich im Anschluss noch ein anderes Video aufnehmen, was auch nochmal ein bisschen in die Richtung geht, weil es mir mittlerweile einfach ein sehr, sehr großes Herzensanliegen ist, dass sich da sehr viel in der aktuellen Situation ändert, wie von vielen Seiten an die Oberstufe und auch an das Abitur herangegangen wird. Denn jetzt aber einmal, es wird auch noch ein Video an Lehrer und an Eltern kommen, was mir sehr wichtig ist, jetzt aber einmal konkret dich als Schüler adressiert. Ich spreche jetzt nicht die Schüler an, die die ganze Zeit, denen ihr Abi egal ist. Ich spreche nicht die Schüler an, die sagen so, ja, juckt mich alles nicht so, sondern ich spreche die Schüler an, denen ihr Abitur richtig, richtig wichtig ist. Und an euch eine ganz klare Message, und zwar hört endlich auf, so viel zu lernen. Was meine ich damit? Meine ich damit, dass du auf einmal für dein Abitur, vor allem wenn du ein Einser-Abitur schaffen willst, nicht viel lernen musst? Nein. Ich will damit auch nicht sagen, dass es irgendeine magische Formel gibt, mit der du dann irgendwie, keine Ahnung, die inhalierst du einmal und dann hast du ein Einser-Abitur. Auch nicht. Du musst für ein Einser-Abitur was machen. Ja, selbst wenn du bei uns im Coaching bist, sage ich auch jedem Teilnehmer immer wieder, auch mit den besten Strategien von uns, musst du die noch konkret anwenden. Du wirst wesentlich weniger machen müssen, aber du musst die immer noch anwenden und natürlich trotzdem auch lernen. Das ist vollkommen klar. Aber man muss nicht so viel lernen, wie du es gerade tust. Wenn du gerade alles komplett durchgeplant hast, von ich komme von der Schule heim, esse vielleicht kurz was, schlaf kurz, keine Ahnung, mach 2-3 Minuten Pause, chill 15 Minuten an meinem Handy oder so, setz mich dann an den Schreibtisch, lern, mach vielleicht gerade noch irgendwas dazwischen mal, sei es nochmal kurz Abendessen, sei es kurz Sport, sei es was auch immer, und lern dann wieder bis spät abends und komme abends noch nicht mal von meinem Schreibtisch weg. Wenn das derzeit deine Realität ist und wenn die nicht nur ein oder zwei Mal in der Klausurenphase auftritt, sondern einfach konstant, dann sage ich dir hiermit, du lernst zu viel. Du lernst zu viel. Nicht nur, dass du für dein persönliches Wohlempfinden und deine Gesundheit zu viel lernst. Nein, du lernst auch für deine Noten zu viel. Es ist einfach Schwachsinn und absolut naiv zu denken, dass wenn ich einfach nur mehr lerne, dass ich dann dadurch auch noch bessere Noten bekomme. Es ist de facto nicht so. Wenn du aktuell an dem Punkt bist, wo du nie das Gefühl hast, dass du genug gelernt hast, wenn du aktuell an dem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, egal wie viel ich in eine Klausur reinstecke in der Vorbereitung, ich bekomme einfach nicht das Ergebnis raus, was ich mir wünsche, dann wird es mehr Lernen für dich nicht lösen. Und das muss ich dir jetzt einfach mal so klar sagen, weil ich weiß einfach, dass es ansonsten nicht in deinen Kopf reingeht. Was du brauchst, ist, und ich sage jetzt auch, das ist mir auch ganz wichtig, ich sage damit auch nicht ein, ja, geh es einfach mal entspannter an, mach dir mal nicht so einen Kopf darum, weil ich weiß, dass das ist, was du ganz oft von außen hörst und dass sich das genauso aufregt. Ja, und das kann ich auch bestens verstehen. Aber ich habe jetzt in den letzten 12, 18 Monaten mit so viel tausenden Schülern Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, wie auch immer. Und ich kann es dir sagen, dass wenn die Sachen, die ich gerade eben beschrieben habe, auf dich zutreffen, dass mehr Lernen es für dich nicht lösen wird. Sondern was wird es für dich lösen? Erstens, du brauchst mal einen kompletten Mindshift. Und dieser Mindshift, also quasi eine Veränderung im Denken, muss wie folgt aussehen. Aktuell denkst du die ganze Zeit, oh mein Gott, ich muss mehr machen, To-Do-Liste, die Klausur, die Arbeit, oh mein Gott. Du bist die ganze Zeit überfordert, gestresst und hast das Gefühl, du kommst einfach hinter allem nicht hinterher. Ja, und in diesem, wie soll ich sagen, in diesem emotionalen Zustand bist du auch überhaupt nicht in der Lage, sinnvoll Leistung gezielt abzurufen.
Weil das ist auch dann schon der entscheidende Knackpunkt. Wozu du übergehen musst, ist zu zielorientierten Lernen. Das bedeutet, dass du eben nicht mehr nur guckst, oh mein Gott, mein Lehrer hat mir das aufgegeben, das, dann muss ich das noch lesen und die Lektüre und oh mein Gott, sondern dass du dir konkret mal überlegst, was ist eigentlich überhaupt dein Ziel? Und wenn du sagst, hey, mein Ziel ist ein 1,0 Abi, ein 1,3 Abi, ein 1er Abi, was auch immer. Wenn das dein Ziel ist, dann überleg doch einmal konkret, was muss dafür passieren? Eigentlich ja nur die entsprechenden Noten in den Prüfungen. Und diese Noten in den Prüfungen, auch in der Mitarbeit, wirst du nicht dadurch bekommen, dass du zu all dem, was du derzeit schon lernst, nochmal 5, nochmal 10% oben drauf packst. Sondern du wirst sie dadurch erreichen, dass du einmal entspannst, nicht die ganze Zeit lockerer angehen, das sage ich nicht, sondern einfach nur einmal für dich aus diesem Stress-Teufelskreis rauskommst. Einmal für dich dieses Video und sagst, okay, ich entspanne jetzt einmal kurz und höre mir jetzt an, was Leo zu sagen hat, weil der hat Ahnung von dem, was er sagt. Und vielleicht, wenn ich diese Message hier check, werde ich danach endlich die Noten erreichen, die ich haben will und nicht mehr die ganze Zeit so gestresst sein. Deswegen, was du tust, ist jetzt einmal tief einatmen und einmal kurz innehalten. Und dann verstehen, dass du in der Oberstufe und im Abitur niemals danach bewertet wirst, wie viel du weißt, sondern immer nur danach, zu welchem Grad du die Anforderungen erfüllst. Nichts anderes. Und deine einzige Aufgabe in der Vorbereitung ist es, dich in einen möglichst guten Zustand zu versetzen, in der Klausur dann die entsprechenden Anforderungen der Aufgaben auch zu erfüllen. Und das machst du eben nicht, indem du immer nur noch mehr lernst. Sonst machst du dadurch, dass du dir klar anschaust, was ist für die Prüfung relevant, ja, was muss ich dafür lernen, dann einen konkreten Plan aufstellst, wie du das Ganze lernen kannst und das dann eben auch noch mit der richtigen Lernstrategie tust. Und dann kannst du ganz gezielt, fokussiert und vor allem ohne Stress dich auf die Klausur vorbereiten, wirst weniger lernen und kannst dich trotzdem sicherer fühlen und dadurch dementsprechend dann auch bessere Noten schreiben. Ja, wie wir das machen im Detail, wie das auch für dich aussehen kann, besprechen wir bei uns im Traumabitur-Coaching. Dafür kannst du dich sehr, sehr gerne bewerben. Entweder der erste Link unten im YouTube-Kommentar, der angepinnt ist von mir, oder eben auch der erste Link in der YouTube-Beschreibung. Da sprechen wir genau solche Themen an. Ja, und es ist so wichtig. Es ist so, so wichtig, dass du dich darum kümmerst. Weil die Art und Weise, wie du derzeit lernst, macht dich als Mensch kaputt und sie wird nicht dazu führen, dass du die Noten bekommst, die du haben möchtest. Ja? Deswegen bitte bewerb dich bei uns auf eine Beratungssession, wo wir dann eben auch kostenlos und unverbindlich erstmal über alles sprechen können. Ja? Mein Team wird dich anrufen, wird einfach mal schauen, hey, wo stehst du gerade? Was sind gerade überhaupt deine Probleme? Dir sind deine Probleme meistens gar nicht richtig bewusst. Ja? Das wird mein Team für dich herausfinden. Wir werden darüber sprechen, wo möchtest du hinkommen? Ja? Und dann können wir eben auch für dich schauen, wie wir dich eben auch von dem, wo du aktuell stehst, zu dem hinbringen, wo du eben auch stehen möchtest. Dazu lade ich dich sehr, sehr gerne ein. Deswegen, wie gesagt, nutz entweder den ersten angepinnten Kommentar in der YouTube-Sektion oder du nimmst den ersten Link in der YouTube-Beschreibung und bewirbst dich einmal bei uns unverbindlich für ein Beratungsgespräch und dann können wir dir da auch dementsprechend weiterhelfen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.